Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic Teil 10. Wir befinden uns wieder in einem Himmelstempel, in der Himmelsschmiede, und haben gerade zwei Lichtelementare getötet. Und das war ganz schön schwer. Wir können hier diese Lichttür öffnen. Was ist das hier? Ihr habt nicht den richtigen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Aha, also müssen wir hier nochmal hin. Also es ist wirklich wichtig, die Buffs aufrechtzuerhalten. Ich muss echt mal ein bisschen mehr auf Magie gehen bei allen. Hast du einen Windzauberschutz? Wo ist das denn? Erster Akt abgeschlossen. Ihr habt den Angriff Burg Podmerium vereitelt und den Statthalter gerettet. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass das der erste Akt zu Ende war. Das heißt, wir sind im zweiten Akt. Okay. Schildwache. Paladin. Wart. Erzmagier. Das muss ich erst noch werden. Was ist das hier? Elras Segen. Den müssen wir kriegen. Arkas. Okay, das sind die sechs Götter. Achso, ich wollte gucken wegen Zauber. Wasserabwendung. Wir haben keine Luftabwendung, ne? Hätte ich mal kaufen sollen. Hätten wir jetzt wenigstens 10 Schuss schon mal gegen die. Naja. Ja, wir fliehen aber. Wir wollen in Nahkampf mit euch. Das klappt dann doch besser. Auf zur nächsten Runde. Elite-Luftelementar. Sogar nicht mal normale. Okay. Ah, ich bin so doof. Ich hätte eine Runde vorher schon den hier machen können. Den Schattenumhang. Nicht konzentriert genug. Auf jeden Fall schon mal den Rüstungsschutz. Dann kümmern wir uns um den hier. Sehr schön. Einen Schutz aufbauen. Einmal das. Widerstand. Das ist gut. So. Aber ich glaube, die sind noch stärker. Ich glaube, das wird noch schwieriger. Ich hoffe, dass das klappt. Ja, das ist echt krass. Also ich glaube, das können wir vergessen. Hahaha, ne. Ist nicht. Spiel laden. Drecksäcke. So, die da hinten haben wir erledigt, ne? Da sind keine mehr. Nö. Werden wir da. Okay, da hinten brauchst du wahrscheinlich auch, um diese Tür zu öffnen, erstmal was Bestimmtes. Das ist auch gedacht, dass das noch zu schwierig ist. Also rennen wir runter in die nächste Ebene. Und versuchen uns mal bei denen. Also es ist ganz wichtig, dass keiner bewusstlos wird, weil er dann die Erfahrungspunkte nicht kriegt. Also wahrscheinlich wären ein paar jetzt schon eine Stufe höher. Mist. Okay, es geht direkt los. Das heißt, wir machen den schon mal aufrecht. So. Da haben wir schon mal etwas Zeit gespart mit. Und wir wollen den da nehmen zuerst. Schutz aufbauen. Okay. Damit hat er alle Schattenumhänge weggemacht. Das ist krass. Also bauen wir die wieder auf. Die haben irgendwie viele Attacken auf einmal. Den ersten Nahkampf als Angriff mit einem eigenen Nahkampf versucht. Okay, der kann direkt einmal zurückschlagen. Abgewehrt. Kannst du einmal
30. Jetzt auch einmal. Nein, schon wieder widerstanden. Okay. Schattenumhang ist noch da, das heißt, wir können nicht mal draufballern. Zuhauen. Neue Rüstung. Vielleicht musst du Mana nehmen. So, das reicht nur noch für einmal. Also Autsch, 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 Autsch. Der Schutz ist noch da. Yeah, wir haben den ersten. Also es ist echt wichtig, die Buffs auch recht zu halten, ansonsten keine Chance. So, weiterer Mana-Trank. Einen davon. 25. Ja, das reicht nicht. Muss so bleiben. Trifft nicht. So, das konnte nicht widerstanden. Aber die ganzen Schattenumhänger sind weg. Das gefällt mir nicht. Zuhauen. Gewehrt, Mistkerl. So. Hui, die geben 50. Das ist natürlich ziemlich viel. Ein Jünger. Stirnreif brauchen wir nicht. Quick Save. Nach jedem Kampf speichern. Du nimmst einen kleinen Heiltrank und du auch. Wow. Thanks. Hey, there's something here. Was? Wo? Wo ist hier was? Der hat irgendwo was gesehen. Aha. Ich hätte einen Zauber, den Gang zu verbergen. Wenn ich versuche, ihn aufzuheben. Ja, natürlich der Zauberer. Ein Geheimgang. Interesting. Eine Gefangene? Möglich. Eine Gefangene, sehr schön. Die uns bestimmt begleiten will. Hallihallo. Berenice. Gelobt sei Sar Elam, ihr habt mich gefunden. Ich habe ein altes Fresko studiert und dabei den Mechanismus irgendeiner Falltür ausgelöst. Das Ende der Shantiri. Ich habe eine Theorie. In den Geschichtsbüchern wird behauptet, alle Shantiri seien in einer einzigen Nacht verschwunden. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Schließlich sind viele Bewohner von Talar Nachkommen der Shantiri. Nein, ich glaube, dass die Kultur der Shantiri ausgelöscht wurde, aber nicht das Volk. Und wenn meine Ahnung stimmt, dann gibt es nur eine einzige Art von Magie, die in der Lage ist, Menschen und ihre Kultur vergessen zu lassen, und das ist leere Magie. Doch wurde sie von den Engeln oder den Gesichtlosen in ihren sinnlosen Krieg eingesetzt oder vielleicht sogar von den Shantiri selbst in einen törichten Versuch, sich zu retten? Ich würde sehr gerne die Wahrheit herausfinden. Okay, Ausbildung magischer Fuki. Schade, Raistlin kann das noch nicht. Wie viel braucht er da noch? Ah, dauert noch etwas. Aber interessant hier, den zu finden. Tragen wir natürlich direkt mal ein. Magische Fuki Mai. Wir kommen wieder in 2 Leveln. Nochmal abchecken. Oh, what is that? Sieht nach irgendeiner Ader aus. Aha. Ein leichter Windzug scheint auf einen Geheimgang hinzudeuten. Wer möchte versuchen, ihn zu öffnen?
Oha. I'm no expert, but this looks valuable. Stimmen der Objekte. Was haben wir denn hier? Widerstand gegen alle Magieschulen und plus 2 in Kriegsführung. Der Kriegsführung, Kerl. Ah, Fähigkeit Schwert ist aber wichtig. 100% Schutz vor magischen Schlaf. Plus 1 Stufe in der Fähigkeit Dolch. Wieso hast du das? Und nicht du. Schutz vor Lähmung. Erdmagie kann weg. Den verkaufen wir. Ja. So machen wir es. Na, hat sich doch schon gelohnt, der Geheimgang hier. Also immer wichtig, hier dieses Teil aufrecht zu erhalten. So, nochmal einen Zwischenspeicher. Hinten sehen wir schon die Gegner, die wir in Fernkampf wohl erledigen können. Oh, es sind eine Menge. Was mir nicht gefällt, ist, dass da hinten wieder eine von denen dabei ist. I feel stronger. Tust du das? Da hinten überhaupt eine Stelle, wo wir uns gut verdecken können. Die werden uns wohl umzingeln wollen. Das gefällt mir nicht. Das sind 5, 6 Gegner. Dann würden wir die mal alle da in den Gang reinlocken, würde ich sagen. Da ist der Erste. Los geht's. Verfehlt. Uah. Toll, nur der Erste. Warum? Autsch. I feel stronger. So, Basten aufrecht, die sind da. Wir kümmern uns um den zuerst, glaube ich. Arme. 29, ja. Okay. Stay down. Schleicher können uns schwächen, das ist nicht gut. Wir sollten die vielleicht zuerst ausschalten. Auch einen neuen Buff. Neuer Schutz. Neues Mana. Okay, neuer Schutz. Kann ich zaubern? Hm,
Der hat nicht genug Mana dafür. Sehr gut. Den hätten wir. Die Rüstung ist noch drauf, also ein normaler Schlag auf den Schleicher. 30. Neuer Buff. Neue Rüstung. Regeneriert. Toll. Die sind schon wieder weg, die Schattenumhänge. Mensch. Wir müssen echt viele Schläge haben. So, ich mache jetzt mal keinen Schattenumhang. Das war ein Risiko, aber ich will die schneller down kriegen. Ach, Abwehr. Blöde Abwehrung. Mana, Mana. Schattenumhang. Meuschel. Genau, stay down. Jetzt geht's der Tag. Ja! Volle Pulle drauf, Jungs. Ja, das hat doch gut Erfahrungspunkte gebracht. Haben einen mittleren Heiltrank bekommen. Hat sich direkt reingelegt. Okay. Und wir resten einmal. Haben noch 7 Restemöglichkeiten. Das klappt doch ganz gut. Ich weiß nicht, warum der erste Kampf so schwierig gewesen ist und ich abgehauen bin aus dem Tempel beim letzten Mal. Das klappt doch sehr gut eigentlich sogar. Solange man die Buffs aufrecht hat. Also hier kommen wir nur durch, wenn wir so ein bestimmtes Element haben. Ihr habt nicht den richtigen Schlüssel. Ein Feuerstein oder sowas ja wahrscheinlich. Feuer- und Lichtstein. Ägin-Halbinsel betreten. Das heißt, wir können hier raus durch eine Doppeltür. Sollten wir Quicksave machen. Wir forschen aber erst weiter alles. So. Wow. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja total wichtig. Oh. Ich sollte so an der Wand vorbeigehen. Da können wir auch nichts machen. Eine Tür, die öffnen geht, okay. What is that? Was, wo? Oh, oh. Was da? Ah, das da. Scheint es einen zugemannten Gang zu geben. Durchbruch versuchen. Ja, hier, wir haben einen, der über 30 Macht hat. Bam! Das wird so körperkraftabhängig sein. I'm no expert, but this looks valuable. Ah, dann checken wir doch direkt mal, wie valuable das ist. Stürmische Yumi. Okay. Kann nicht Ziel von Angriffen, Fertigkeiten und Zaubern sein, wirkt bis zum Ende der Runde. Beim erfolgreichen Angriff wird das Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 4% in der Zeit gefangen. Das können wir dann aber leider nicht mehr angreifen, ist das Problem. Nee, dann benutzen wir lieber weiter den anderen. Den können wir verkaufen, aber er ist trotzdem nett. Da fehlt uns wieder ein Schlüssel, und zwar ein Wasserrunenschlüssel. Gehen wir mal durch die Tür. Hallihallöchen! Ja. Legen ja direkt los. Und wenn ich reingehe, werden da rechts welche sein, vermute ich mal. Also. Oh! Wo zur Hölle?
Oh, oh. Now is not a good time. Ich will da rein. Wieso kann ich da nicht rein? Das kapiere ich nicht. Sobald einer im Nahkampf ist, kann man sich nicht mehr zurückziehen. Total strange. Das ist natürlich jetzt voll das Problem. I feel stronger. So, machen wir bitte den. Nein. Natürlich nicht geklappt. Fuck, ey. Das ist gar nicht gut. Ja! Ja! Ha! Ja, das ist voll das Problem. Aber wir müssen erst die Meuchler down bringen, bevor wir uns mit denen, glaube ich, anlegen können. Der ist down. Das ist schlecht. Boah, die hat schon keine Energie mehr. Übelst. Das war's dann schon. Mist. Mist. Ich brauch sie. Ohne sie habe ich keine Regeneration. Das ist ja echt mies. Also, demnächst, wir müssen da reinrennen. Geht nicht anders. Wir müssen da rein. Das war echt schwierig. Ich sollte, sobald Gegner kommen, sollte ich mich mal umschauen. Nein. Habe ich alles noch nicht gemacht. Morgs. Ich muss echt öfters speichern. So, Gegend ist erkundet. Hier ist was, ich weiß es. Nimm mal nach. Aha. Oh, und es sind immer dieselben Sachen drin. Finde ich schon mal gut. Weiß man beim nächsten Durchschlagen, wo muss man unbedingt hin, um irgendwas Bestimmtes zu kriegen. Die Tür ist gemeingefährlich. Auf einmal sind wir umzingelt von Gegnern. Okay. Nochmal einen neuen Quicksave. Wir müssen da rein. Genau, wir haben direkt schön Schaden genommen. Und da sind Gegner. Das heißt, Rückrennen bringt gar nichts. Das heißt, wir gehen eins näher. Können aber nicht nach rechts jetzt. Kümmern uns direkt mal um die beiden Schleicher. Das war um den rechten. Aufrechterhalten. Los. Töte ihn. Watch out behind us! Ja, ich weiß, aber wir können ja nichts gegen euch Mistkerle erstmal tun. Noch ist es nur einer. Also entweder Schattenumhang oder wir pfeffern gerade mal schnell drauf, um die schnell down zu kriegen. Einen weniger. Sehr gut. Hat sie Schwächung? Ah, sie hat Schwächung. Ist das ätzend. Wir gehen hier ohne Ende Punkte runter. Das ist echt extrem geschwächt. Ja, egal. Autschi, Autschi. So, neuen Mana-Trank rein. Neues Regenerieren. Ja, jetzt sind die ganze Truppe da, ne? Shit. Du müsst nicht down kriegen. Nein, du triffst natürlich nicht. Das war ja mal wieder sowas von klar. Stirb! So ist es. So, Jungs. Keiner mehr hinter uns. Das ist schon mal gut. Regenerieren machen wir besser noch nicht. 30. Da kriegst du einen davon. So, du hast nicht genügend, um das zu machen. Da müssen wir dich mal ein bisschen aufpäppeln.
Das ist mies. Gefällt mir nicht. Nochmal Heiltrank. So, Rüstungsschutz weg. Also, okay, wir haben einen Elite-Meuchler. Zwei Elite-Meuchler. Da hinten kommt nochmal ein normaler. Das heißt, wir gehen auf jeden. Wir kommen hier nochmal ein. Und. Drei Elite-Meuchler. Ne, ein normaler. Okay, wir gehen, glaube ich, auf den Elite-Meuchler hier. Zack, nimm das. Ja. Triff's mal wieder nicht. Ah nein, muss regenerieren. Viel Schaden. Komm, Schattenumhang. Schattenumhang, na super. Hey, that's gonna leave a mark. Okay, nochmal den Schattenumhang. Aufhauen. Rüstung, brauchen wir eine neue. Autsch, 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 Autsch. Das hat weh getan. Das hat verdammt weh getan. Shit. Shit. Schattenumhang. Mist, hoffentlich stirbt er jetzt nicht. Zuhauen. Trank. Trank. Halte aus, halte aus, halte aus. So. Schattenumhang. Zuhauen. Beinahe, beinahe. Regenerieren. Doch schon wieder kein Mana mehr. Zuhauen. Sehr gut. Scherbe der Erde. Aha, wir kommen durch eine Erdentür durch wohl. So. Einmal nochmal ein Buff. Und ich würde sagen, wir gehen auf den Starken drauf. Stirb. Regenerieren. Da haben wir noch einen drauf. Also, ach, Mist. Mist, 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 Mist. Uiuiuiuiuiuiui. Nicht gut. Viel Schaden genommen. Regenerieren. Heiltrank. Zuschlagen. Zuschlagen. Vernichte ihn. Genau, stay down. So, du bist Kerl. Jetzt geht's dir an den Kragen. Du solltest eigentlich nicht viel aushalten. So, sehr gut. Abgenutzte Waffe. Das ist schlecht. Da muss ich auf jeden Fall zurück in die Stadt. Was haben wir denn jetzt hier noch bekommen? Ganz normalen. Okay, er bringt uns nichts. Reisestiefel brauchen wir auch nicht. Die können alle verkauft werden. Sie ist geschwächt. Also resten wir erstmal. Bam. Und wir können eine Türe öffnen. Aber ich würde sagen, ich renne zurück in die Stadt, repariere die Sachen, verkaufe ein paar Gegenstände, hole mir ein paar Tränke neu und wir sehen uns dann gleich hier an der Stelle wieder. Bis demnächst, euer Chojin.